Hey Leute, willkommen zurück zu Wolfenstein 2. Ich hing fest. So, letzte Folge haben wir es ja ganz schön vermasselt. Aber diese Folge werden wir es hoffentlich schaffen. Wir nehmen das Kommandogewehr nochmal mit. Das hat uns zwar letztes Mal tatsächlich nichts gebracht. Aber zur Sicherheit, nimm das Ding. Let's go. Die Dudes hier sind ja gar kein Problem. Okay, montieren. Schießt ein bisschen zeitverzögert. Abbasteln. Komm her. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da. Okay, kurz montieren. Damit laden wir es hier mal wieder auf. So, gleich wieder mitnehmen, gleich wieder mitnehmen. Ist er da unten, unten? Aber der da nicht. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Oh ja. Okay, montieren. Sie kommen. Wenn wir gleich von hier schon voll draufrotzen, kriegen wir ihn damit vielleicht kaputt? Den einen, ja. Aber den zweiten nicht. Den zweiten haben wir nicht geschafft. Holy fuck! Was geht? Wieso habe ich in der letzten Folge so versagt, Mann? Warum? Wenn es doch eigentlich dann chillig war. Okay, was ist los mit dir? Hören Sie das, General? Hey, du zuckst noch. Sie sind alt und schwach. Ihr Untergang steht bevor. Ja, letzte Folge war es unser Untergang. Wir nehmen natürlich das Gerödel hier mit. Hey! Gatling oder Laser? Laser? Laser Power? Fuck, man, gib mir die doch die... Laserknarre her hier, verflucht nochmal. Geht doch. So, wir konnten die irgendwo aufladen. Ja, gab es irgendwo ein Ladedings. Ja, zur Not können wir es einfach kurz da oben auf den Turm drauf knüppeln. Ist hier auch sofort geladen. Oh. Also du brauchst wirklich die kompletten 400 Kilowatt, um diese Dinger wegzumähen. Sogar mehr. Krass. Ärgert mich immer noch, dass ich in der letzten Folge hier tatsächlich zweimal gestorben bin. Wir können das Ding nicht mitnehmen. Geil. Er kann damit keine Treppen steigen. Läuft. Ach hier. Können wir auch geduckt sprinten? Nein. Bin ich hier richtig? Brückenkontrollstation. Okay. Ich soll aber schon hier hin. Oder? Es ist auf jeden Fall offen. Gab sogar eine Errungenschaft. Naja. Haben wir jetzt den Außenärzte unter unserer Kontrolle, ja? Und auch eine Postkarte gekriegt. V3.
Oh, den Hauptlandschein öffnen, der will verlassen. Okay. Achtung! Schatz, ich glaube, mir reicht's. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Leck mich. Wir haben da ein Schiffsschlampe. Mann, oh Mann, Frau Engel redet immer noch Müll. Darf ich hier bleiben? Ich kann dabei einfach nicht mitmachen. Ist in Ordnung. Sie haben alles gegeben. Nun zum Rest von euch. Sind alle bereit für die Revolution? Okay, leg dich niemals mit einer Schwangeren an. Alles klar. Läuft. Okay. Legen wir los. Aber ich habe keine Waffe. Hallo. Kamera 3, nach links in die Totale. Stopp, Günther. Stopp. Was? Da. Scheiße. Bleib auf Sendung, Liebling. Na, dann leg mal los. Mein Gott, das ist unmöglich. Oh Gott, töten Sie mich nicht. Bitte töten Sie mich nicht. Billy. Das ist der verdammte Terror, Billy. Ja, der einzig wahre. So, wo muss ich hin? Spüren Sie ihn kommen, General. Ihren Untergang. Ach, ich darf sie jetzt mit einer Axt killen, ja? Awesome. Kann ich da nicht einfach hinjumpen? Nein. Ach so, ich soll mich hier unten durchsneaken. Kommt noch nicht durch. Ah. Sendung hatten die Geißel der Terroristen, General Engel. Danke. Vielen Dank. Nun, also, General, ich frage einfach mal ganz direkt. Erzählen Sie uns über Terror Billys Hinrichtung. War das für Sie? Bestimmt ein ziemlich emotionaler Moment. Nun, Jimmy, ich weiß noch, als ich meinen Säbel schwang und dachte, jetzt sind wir sicher. Terror Billy war eine schreckliche Bedrohung. Ein Dämon in Menschengestalt. Ich habe gezeigt, dass selbst ein Dämon... Das wird persönlich geregelt. Für Sie, Caroline. Unterliegt. Sind ja Untertitel, dann kann ich ja vielleicht auch was sagen. Ja, es wird persönlich geregelt. Verspreche den Amerikanern. Wenn Dämonen unter euch weilen, bringen wir sie zur Strecke. Wie William Joseph Bleskowitz werden sie brennen. Du wirst gleich brennen, Alter. Keine anständigen Menschen mehr bedrohen. Teufel! Du hast nur heilige Scheiße! Terror Billy! Ich hab sie getötet! Ach ja? Oh ja. Lady.
Wir haben sie nicht drauf. Das wird wohl nicht reichen. Sie sind jetzt unter Wölfen. Das ist unser Revier. Oh ja, Terror, Billy. Oh Gott, seht euch an. Ihr stopft euch voll mit Bratwurst, während ihr vor euren Fernsehgeräten dahin vegetiert. Ihr lacht. Lacht über die Lügen, die sie euch auftischen. Lacht, bis ihr daran erstickt. Das ist nun vorbei. Das hat heute ein Ende. Meine Brüder und Schwestern der Vereinigten Staaten von Amerika, hört zu. Wir, der freie Widerstand, möchte, dass ihr euch uns anschließt. Lügen. Sie lügen. Sie drohen, sie foltern und sie töten. Sie machen euch gefügig. Sie schlagen euch. Sie machen bloßes Denken zu einem Verbrechen. Aber wenn ihr euch heute versammelt und euer Herz sprechen lasst, ja, dann gehört ihr zu uns. Genau. Und wenn wir euch heute Nacht mit einem Messer, einem Stein oder geballten Fäusten gegen das Regime kämpfen sehen, gehört ihr zu uns. Und wenn ihr heute Nacht auf eure Hände blickt und sie mit dem Blut unserer Unterdrücker getränkt sind, dann gehört ihr zu uns. Und wenn ihr eure Babys heute im Arm haltet und schwört, dass sie in Freiheit aufwachsen, gehört ihr zu uns. Habt ihr es vergessen? Sie haben den Krieg in unser Land gebracht. Uns geschlagen. Uns ermordet. Uns hingerichtet. Aber wisst ihr was? Heute erfahren sie, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Ja. Meine Brüder und Schwestern der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir stehen zusammen. Und nichts und niemand kann uns unser Land nehmen. Heute Nacht werden sie brennen. Heute Nacht gehört ihr zu uns. Ja, den sag ich doch noch mal was. Ich dachte, der Metal-Soundtrack hört ein bisschen früher auf und es wird ruhiger. Aber okay. Ja, damit ist Wolfenstein 2, The New Colossus, offenbar abgeschlossen. Ich habe ehrlich gesagt am Ende mehr erwartet. Wir killen sie mit einem Beil und Ende. Okay, das erklärt allerdings, warum es auf dem Ausmerzer so extrem schwer war. Aber es gab kein richtiges Finale in dem Sinne. Das hat mir gerade komplett gefehlt. Ja, Großen und Ganzen kann ich am Ende auch nur sagen, man bleibt mit dem Cliffhanger zurück. Weil, gut, ich meine, es gibt noch Wolfenstein Young Blood, aber das ist so ein Zwischending. Ja, im Endeffekt auch in Wolfenstein 3 angekündigt, wann es kommen soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Vorgänger war besser. Gunplay, Soundtrack und so weiter, alles wieder echt super. Aber es war auch verdammt kurz, weil... Auf die Straße und zeigt ihnen, dass das freie Schottland niemals
Ah. Ja. Ferguson. Kommt da doch noch was? Das hat mich gerade aus dem Konzept gebracht. Was wollte ich gerade sagen? Du machst mich stark. Und gleichzeitig schwach. Willst du mich heiraten? Okay, das war es jetzt, ja? Gut. Naja, mehr oder weniger gut. Wo war ich gerade? Achso, genau. Es ist zu kurz, weil der größte Teil des Games besteht tatsächlich aus Zwischensequenzen. Relativ langen Zwischensequenzen. Das eigentliche Gameplay ist relativ wenig. Klar, wer könnte jetzt noch die Enigma-Maschine machen und irgendwelche Kommandanten jagen und töten? Hat aber mit dem eigentlich mit der Story an sich nichts zu tun. Werde ich offscreen machen irgendwann, wenn ich mal Bock hab. Ja. Wie fandet ihr Wolfenstein 2? Grafisch war es besser als der Vorgänger. Auch das Akimbo wurde bearbeitet, dass man zwei verschiedene Waffen tragen kann, ist gut. Aber ich fand tatsächlich das Level-Design verwirrender als im Vorgänger. Ich wusste teilweise nicht, wo ich hin sollte. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das Game bewerten soll. Keine Ahnung. Ich würde es tatsächlich nur mittelmäßig betrachten. Oder beurteilen. Ja. 7 von 10. Mit viel Wohlwollen wirklich 7 von 10 Punkten nur. Ich weiß gar nicht, was hat Wolfenstein 1 bei mir gekriegt? 8 oder 9? Ist halt ein bisschen schlechter tatsächlich. Schade. Aber okay. Wir werden uns auf jeden Fall bei Wolfenstein Young Blood wiedersehen. Und wenn es irgendwann erscheint, auch Wolfenstein 3. Und ansonsten eure Meinung zu Wolfenstein 2 definitiv in die Kommentare. Ja, Projektvorschläge auch gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns bei aktuellen oder kommenden Projekten wieder. Ich verlasse mich auf euch. Bis denn dann und ciao. Die Credits laufen durch.